Einen recht schönen guten Abend und herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendefolge zur Sache, in der es heute die Frage zu klären gilt, wem gehört das Volkseigentum bzw. rettet eine Holdinggesellschaft unser Volkseigentum? Unter dem Vorzeichen einer mehr oder minder bald bevorstehenden Vereinigung beider deutscher Staaten werden ja die verschiedensten wirtschaftspolitischen und rechtlichen Diskussionsfragen erörtert. Und eingedenk der Tatsache, dass die Rechtskonstruktion Volkseigentum im bürgerlichen Gesetzbuch nicht verankert ist, wir aber wahrscheinlich davon ausgehen können, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in seinem Geltungsbereich wahrscheinlich auf das Territorium der DDR noch ausgeweitet werden soll, stehen wir also vor der Aufgabe, adäquate Rechtskonstruktionen zu formulieren, zu finden, um unser Volkseigentum zu retten, ja vor dem sogenannten Ausverkauf zu bewahren. Ob das möglich ist und wenn ja, wie? Diese Fragen sind in der nun folgenden halben Stunde zu klären. Die Zeit ist kurz, aber wir werden uns Mühe geben. Nun, zu diesem Zwecke haben mein Kollege Lutz Rako und ich uns Gesprächspartner ins Studio eingeladen und die möchte ich Ihnen zunächst einmal vorstellen. Es sind zu meiner rechten Seite zunächst Herr Dr. Matthias Arzt. Er ist tätig beim Sprachenkonvikt in Berlin. Und ganz rechts außen Herr Dr. Gerd Gebhardt, tätig an der Humboldt-Universität Berlin. Und beide Herren sind zu uns gekommen als Vertreter der Freien Forschungsgemeinschaft Selbstorganisation. Zu meiner Linken haben Platz genommen Herr Professor Rudolf Streich, seines Zeichens Wirtschaftsrechtler und Rektor der Hochschule für Ökonomie in Berlin-Karlshorst und der freie Wirtschaftsjournalist Lutz Rako. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen, meine Herren. Tja, meine Damen und Herren, bevor wir gleich einsteigen in unsere Diskussion, sei mir die Bemerkung noch gestattet. Am vergangenen Donnerstag wurde in der Berliner Zeitung Auszüge veröffentlicht aus dem Konzept, das es heute zu diskutieren gilt. Und nicht jeder hat natürlich die Berliner Zeitung immer zur Hand, hat diesen Beitrag gelesen. Und deshalb würde ich Herrn Dr. Gebhardt eingangs bitten, noch einmal ganz kurz die wesentlichen Inhalte Ihres Konzeptes zu erläutern, sozusagen die Prämissen noch einmal darzulegen. Es handelt sich also um die Ergebnisse längerer Überlegungen, die eingebracht wurden von uns am letzten Montag am runden Tisch. Ich würde, um dem Ergebnis der Diskussion vorzugreifen, unsere Meinung gleich nennen, mit der möglicherweise viele der Zuschauerinnen und Zuschauer einverstanden sein könnten. Das Volkseigentum gehört natürlich uns, dem Volk. Es geht also nur noch um die Frage, wie können wir es in unseren Besitz bringen? Volkseigentum, ganz kurz gesagt, kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Das sind die großen Fabriken, das sind die Ländereien, das sind Wohnungen, das sind Gebäude und nicht zuletzt diese Kamera, wo ich auch wieder dieses kleine Schild entdecke, Volkseigentum. Bisher hat sich offenbar damit niemand so recht identifizieren können und niemand glaubte, dass es ihm gehören könnte. Die Zeit ist reif, wir können es jetzt bekommen. Woraus entsteht überhaupt ein Problem, dass es nicht uns gehören könnte? Das ist die Ausgangsfrage. Sie resultiert daraus, dass bei einer Vereinigung, die, wie gesagt, bevorsteht, im Grundgesetz der Bundesrepublik die Rechtskonstruktion der Rechtstitel Volkseigentum nicht enthalten ist. Wenn nun dieser Geltungsbereich ausgedehnt wird auf unser Gebiet, dann ist ganz einfach herrenloses Eigentum vorhanden. Deswegen ist es in unserer Hoheit, dass wir uns Gedanken machen, wie bekommen wir das Volkseigentum in unseren Besitz. Es geht dabei noch um einen anderen Gesichtspunkt. Es gibt wohl niemanden mehr, der eine zentralistische Planwirtschaft fortführen möchte, sondern es ist überall im Gespräch Marktwirtschaft. Wenn aber wir Marktwirtschaft einführen wollen, dann muss natürlich das Volkseigentum zum Kapital gemacht werden. Und wir alle müssen Besitzer werden. Das heißt, es geht um Privatisierung. Es sei hinzugefügt, dass wir alle unsere liebe Mühe gehabt haben mit dem Volkseigentum, viele Jahrzehnte, und es muss angenommen werden, dass es nun unser legitimes moralisches Recht ist, dass wir es bekommen. Herr Gebhardt, darf ich da mal anfragen? Sie haben ja in Ihren bisherigen Darstellungen noch nicht heute Abend dieses Wort Holding benutzt. Die Treuhandgesellschaft, die Sie also gründen wollen, schaffen wollen, empfehlen.
Was ist eine Holding? Wir kennen also heute den Begriff der Aktiengesellschaft, der ist relativ populär. Da gibt es also einen Vorstand mit einer Geschäftsführung. Es gibt also den Aufsichtsrat, der die Kontrollrechte ausübt. Es gibt ein Aktiengesetz, es gibt Veröffentlichungspflichten und so weiter. Ist das also auch so eine transparente Sache? Und vielleicht könnten Sie den Begriff mal kurz erläutern. Ja, es geht um eine Konstruktion, bei der das Volkseigentum, das nicht genau definiert ist im Grundgesetz, eine Ersatzform, eine übertragene Form gefunden wird, bei der im Grunde genommen der Nachlass, der von der DDR zurückbleibt, verwaltet werden soll. Das wäre die Form einer Treuhandgesellschaft, die das gesamte Volkseigentum in Verwaltung nimmt und den hinterlassenen Besitz unter die rechtmäßigen Nachfolger, die Eigentümer, also uns, verteilt. Ich möchte das Problem anhand eines Beispiels kurz erläutern. Und zwar stellen wir uns vor, einen eingetragenen Verein, der Mitglieder hat, die ihr Vermögen eingebracht haben. Jetzt steht das Problem, diesen Verein aufzulösen und das Subjekt Verein existiert nicht mehr, wenn wir es mit der DDR vergleichen, dann kommt es darauf an, dieses Vereinsvermögen wieder an die Vereinsmitglieder zu verteilen. Das ist das Problem. Und das wird vergegenständlich dann also in Anteilsscheinen verstreicht. So sehr dieses Beispiel auch einleuchtend ist, so glaube ich, trifft es nicht ganz das Wesen des Volkseigentums. Mhm. Erstens besteht ja keine Konkursmasse, sondern es wird ja einen Rechtsnachfolger geben. Zweitens Hinterlassenschaft und Nachlass, das klingt mir ja doch etwas traurig. Und drittens, ich glaube, dass die Notwendigkeit, dem Volkseigentum eine marktwirtschaftlich funktionsfähige Stall zu verleihen, bereits vor der Herbeiführung der staatlichen Einheit auftaucht, nämlich wenn jetzt Joint Ventures gegründet werden. Ja, kann ich auf Ihre erste Frage kurz antworten? Ne? Ganz kurz, seien Sie mir nicht böse, wenn ich Sie da jetzt unterbreche. Wenn wir bei dem Vereinsbeispiel bleiben, so ist in der Satzung eines Vereins immer vorgeschrieben, was passiert, wenn der Verein aufgelöst wird. Die DDR ist im Auflösen begriffen, wenn nach Artikel 23 der bundesdeutschen Verfassung eine Angliederung der DDR an die Bundesrepublik stattfinden wird, dann wird diese DDR nicht mehr existieren. Und in der Verfassung gibt es kein Gesetz, wie die Auflösung vollzogen werden soll. Und deshalb denke ich, dass es darauf ankommt, nun von der Volkskammer ein Gesetz zu verabschieden, wo dieses Problem geklärt wird. Dankeschön. Vielleicht zur zweiten Frage noch eine Bemerkung. Joint Ventures. Das wäre eine ganz spezielle Aufgabe, die Holding zu übernehmen hätte. Die Holding würde natürlich den Besitz in keiner Weise verkaufen an irgendjemanden in der Welt, sondern die Aufgabe wäre es, dass auf dem Marktplatz DDR, mitten in Europa, an der Nahtstelle zwischen Ost und West, von außerordentlich großer Zukunftsbedeutung, im Grunde genommen sehr viele Marktflächen zu vergeben sind, die jetzt mehr oder weniger gut bewirtschaftet sind, vielleicht nicht am allerbesten und an mancher Stelle sieht es nicht so erfreulich aus. Aber es gibt ringsum außerordentlich viele Interessenten, die auf diesem Marktplatz präsent sein möchten. Herr Gebhardt, es sind also Werte da und diese Werte gilt es zu sichern und in einen Fonds einzubringen. Und von diesem Fonds kann man also Anteilsscheine an die Bevölkerung ausgeben. Ist das richtig interpretiert? Das ist richtig. Es würde also dieser Besitztitel, von dem wir meinen, dass er jedem einzelnen Bürger zusteht, garantiert werden durch eine Urkunde, in der der Besitzanteil, der Vermögensanteil am ehemaligen Volkseigentum garantiert wäre. Und diese Urkunde würde berechtigen, zum Beispiel zur Inanspruchnahme der eigenen Wohnung, soweit das gewünscht wird und soweit sie volkseigen war. Oder jemand möchte ein privates Gewerbe gründen und benötigt Gewerberahmen. Bisher gibt es Probleme. Wie mache ich das? Woher bekomme ich Kredite und so weiter? Damit könnte natürlich diese Anteilsurkunde, die einen erheblichen Wert hat, belastet werden. Wie wird der Wert festgestellt? Ich glaube, das ist. Darf ich jetzt an dieser Stelle mal eingreifen in die Diskussion? Wir kommen jetzt schon zu sehr ins Detail.